So, guten Morgen. Und zwar ist es jetzt auch erst knapp 10 Uhr oder sowas. Sieht sehr angenehm aus, wenn ich mal hier so rausgucke. Kann man sich das, glaube ich, geben. Sieht schön sonnig aus. Also das wird heute wahrscheinlich ein schönerer Tag als vorgestern und sowieso alles, wenn es regnet. Tja, was heute so ansteht. Zumindest sind wir zum Essen eingeladen, beziehungsweise werden wir gezwungen, heute Mittag halt bei meinen Verwandten, weil Braten und sowas alles, also da gleich, und wenn wir nicht kommen, dann gibt's Klatscheier und sowas. Die haben wir noch nicht Jahre gemacht, ey, ich muss jetzt auch noch duschen gehen gleich und ja, jetzt lade ich gerade das Video hoch, da steht der Laptop. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder. So, wir sind draußen. Meine Eltern haben mir noch ein halbes Hörnchen übrig gelassen. Weil auf einmal kriegst du doch Hunger, wenn du dann 7 Stunden nichts gegessen hast. Und ja, wir chillen uns jetzt zum Strand. Wir haben richtig geiles Wetter. Mama, geh mal schneller, sonst kriegst du gleich einen Ellbogen in den Hinterkopf, ey. Wenn ich das so halten muss, ey, und die schlunzt hier so lang wie der letzte Schlunzi. So, dann gehen wir jetzt los. Meine Eltern meinten, boah, voll geil. Die legen sich da schon mit Handtüchern am Strand und so, voll toll. Und ja, ne? Werde ich schon überholt, so schnell wie das hier gehen muss in Portugal, alles zügig, ne? Ja, wir gehen jetzt an den Strand, ich hoffe, wir kriegen da ein paar gute Bilder, Videos, keine Ahnung, ja, bis gleich, ne? So, wir sind jetzt hier wieder an dem Strand, ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, an dem Strand waren wir hier ja schon mal, wenn ihr euch das anguckt. So, der Wind ist richtig stark, ich glaube, das kriegt ihr im Mikrofon auch schon wieder mit, also letztes Mal, gestern war das schon richtig hart. Guckt jetzt einfach mal hier am Strand hoch. Ne? Die jetzt hat übelst rumgestürmt und ihr habt kein Wort verstanden, weil mir einfach übelster Wind war. Mann, tausend Surfer. Alles Surfer, die im Wasser sind jetzt. Surfer? Alles Surfer, Windsurfer und Surfer. Sieht von hier aus wie Haie. Tatsächlich, Surfer. Die surfen hier schon rum am Strand und ihr müsst euch auch mal dabei denken, wenn ihr das hier seht, ja, selbst wenn es ein bisschen wolkig und nicht knallt, Sonne und so, Strand aus wie in Miami oder so, wie man das aus dem Fernsehen kennt, das hier ist 22 Grad und das hier ist der Winter in Portugal, ne? Meine Verwandten sagen schon, boah, ist das scheiß Wetter hier, ey, regnet immer, voll der Winter, ey. Am Anfang vom Winter werde ich auch voll krank und so, sagen meine Verwandten, und wir laufen hier lang am Strand und denken uns so, geil, ja? Der Winter in Portugal, der könnte mir gefallen. Ja. Wir chillen uns jetzt noch ein bisschen weiter. Wir laufen jetzt hier nochmal den Weg lang. Heute geht hier auch gleich viel mehr. Gestern, als wir da waren, da war ja keine Menschenseele. Die haben sich alle in die Blocks verkrochen hier und meinten so, boah, was sind denn das für dumme Deutsche, die da vorne am Strand rumlaufen, ey. Gut, wir gehen jetzt aber weiter, chillen uns noch ein bisschen hier hin und ich sag dann mal, bis später. So, wir... Oh, die Kamera, ey. Wir laufen hier immer noch am Strand rum und haben Lais de Guia gefunden. Da werden wir uns wahrscheinlich reinpflanzen. Die Wellen da hinten sind auch schon mega geil. Wir wollten uns jetzt einen Kaffee holen. Mein Vater meinte auch, scheiß drauf, ich will auch am Strand sitzen. Der Kaffee hier. Also, wir müssen auch mal dazu sagen, wir trinken ja immer Kaffee, Kaffee, Kaffee. Der Kaffee hier, ein Kaffee, kostet 40 bis 50 Cent, wenn du den richtigen Laden gefunden hast. Aber an so einem Laden hier direkt am Strand, denken wir auch, kostet das bestimmt 80 Euro oder so, ein Kaffee. Ist dann auch wieder ein bisschen teurer, aber da haben wir gedacht, scheiß drauf, wir wollen Kaffee. Naja, wir hier richtig geil, Alter. Wir legen los, wir setzen uns jetzt ins Kaffee und von da aus zeige ich euch wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen was. Also, bis gleich. So, Sonne, wir sind jetzt vom Kaffee abgehauen, es gab eigentlich nichts Großartiges. Wir machen uns jetzt auch auf den Weg, sonst kriegen wir Schläge von dieser. Auf, ne? So, wir sitzen jetzt wieder hier und warten auf die nächste Bahn. Brauchst gar nicht vorhalten, Mann, die haben dich alle schon gesehen. Das wusste ich, dass du das sagst. Und es ist echt übelst heiß! So, wir laufen jetzt hier gerade so durch Portugal. Episch, mit Sonne. Ne? Also es ist echt, Winter ist hier echt hart. Ein harter Winter in Portugal herrscht hier. Kannst du kaum mehr das Schwitzen stoppen, so hart ist das. Auf jeden Fall setzen wir uns jetzt hier hin, weil am Wochenende fahren die Bahn, also hier die Bahn fahren, nicht alle 15, sondern alle 25 Minuten. Wenn du dann umsteigen musst, dann bla, und auf einmal müssen wir schon wieder 25 Minuten warten und deswegen... Oh, ja, ne? Chillen wir uns jetzt hier hin. Haben wir auch Eis? Die Wasserflasche weg. Die Wasserflasche weg. Kannst du
Oh, Wasserflasche weg. So. Wir warten jetzt auf die Bahn und dann fahren wir zu unseren Verwandten. Wir kommen sowieso schon eine Stunde zu spät, also. Oh. So. Bauchdruckschutzscheiße hier. Smoke weed every day. Ich zeige euch jetzt mal, wie das auch noch aussehen kann. Und zwar nicht immer nur Stadt, sondern auch hier mal ein bisschen abgetrocknetes Getrocknet. Ne? So, da hinten noch so überall. Da sind dann so ein paar, die haben da ihre vertrockneten Hühner im Stall hinten drin. Und dann ist das hier überall so trocken. Und wir haben uns auch gedacht, wenn ihr mal gestern geguckt habt auf dem Plan, Ismail ist die letzte Station. Vielleicht fahren wir da nochmal hin und wollen mal gucken, wo die Hinterwäldler aus Portugal rumhausen. Und ja, hier sind jetzt auch die Felder schon vorbei. Ne? Damit ernährt sich Portugal. Ich würde sagen, bis demnächst. So. Wir sitzen jetzt hier bei meinen Verwandten. Also ich bin jetzt gerade alleine hier am Tisch, aber wir sitzen hier zusammen und schnacken noch ein bisschen EDC. Es ist mega warm draußen, das geht gar nicht klar. Guck mal, Ricardo kommt da schon rein. Den kann ich zeigen. Wir machen uns aber auch gleich auf den Weg. Es ist so verdammt heiß draußen, sonnig, das ist richtig krass. Also kompletter Unterschied zu gestern und vorgestern. Richtig gewaltig. Jetzt wollen wir, vorne habe ich euch ja auch den Stand gezeigt, wir wollen nochmal nach Voss. Voss, dann mal die Nobelgegend eventuell dann mal zeigen, weil so mit stinkendem Fisch am Strand wie gestern und mit Regen ohne und das läuft die Straßen runter, war ein bisschen uncool. Aber wir gucken dann einfach mal, ob wir vielleicht heute ein bisschen was finden. Meine Eltern meinten zumindest, können wir machen. Ich würde sagen, wir gucken dann gleich mal, ob wir da noch was finden. Hier wird jetzt erstmal Mittag gegessen, ein bisschen geschnackt und dann geht's hier wieder rund. So, Kamera, come on. So, wir sind jetzt wieder raus aus dem Haus von meinen Verwandten und es ist immer noch mega mäßiges Wetter. Wir stehen schon wieder hier, so wie gestern. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Ich und meine Familie. So, Kamera weiß. Jetzt nochmal zum Vergleich, Leute. Ich glaube, vor 2 Tagen sind wir hier langgelaufen. Hat es geregnet, habe ich euch noch gesagt, von wegen. Oh. Und hier das große Gebäude hier, ne? Das, was ich euch gezeigt habe. Einfach mal zum Vergleich, wie es hier sonst aussehen kann. Da wieder die Kübel, ne? Mit von wegen, wo wollen wir den Garten haben in der Stadt und so. Und jetzt wollen wir nach Altstadt Porto, ne? Wo ist dieser Stein raus, dann gehen wir runter. Habt ihr gehört? Und zwar gehen wir jetzt nach Altstadt Porto und da sehen wir dann vielleicht ein paar vergammelte Häuser. Latschen hier ohne zu gucken über die Straße, portugiesische Art und Weise halt. Haben wir schon angenommen. Bis gleich dann. So, wir sind ein bisschen weiter und zwar sind wir hier an der Bushaltestelle, die kennt ihr noch. Aber heute ist das nicht so mit dem Wetter, dass wir da reingehen und uns vom Regen schützen, sondern ich bleib draußen stehen, damit ich Wind abkriege. Ansonsten läuft mir das wie ein Wasserfall das Gesicht runter, ey. Hier noch sieht es noch ziemlich geil aus. Die Bäume wie aus Afrika. Die Giraffen fressen die da eigentlich ab, seht ihr hier, ne? Und wir... Ne? Ja? Habt ihr gehört? So, wir sind jetzt wieder aus der Metro raus. Da hinten war die Metro, die allwissende Station also, ne? Und den könnt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht sehen, Alter. Wo ist denn der Löwe jetzt hin, ey? Wo ist jetzt der Löwe? Der Löwe ist hinterm Baum verschwunden. Oh, scheiße. Ich wollte euch den jetzt zeigen, Mann. Hier ist so ein riesiger Park. In der Sonne da hinten ist ein Löwe. Der reitet einen Adler. Also das ist Adler gefangen. Der fickt. Smoke weed every day. So ist das mit dem Adler hier, der wird unterbuttert. So, ich mache jetzt auch gleich mal wieder einen Schnelldurchgang. Also wir laufen jetzt gerade hier durch, wo laufen wir rum? Hey? Portugal. Ja, wo? Porto was? Boa Vista, scheißegal, verstehe ich nicht. Aber wir laufen da rum und hier soll es wohl schon anfangen geil zu sein. Das heißt, ich werde euch jetzt auch mal... So, ich werde jetzt wieder die Kamera mal in die andere Hand nehmen und dann auch mal die Straße von da zeigen. Ab jetzt machen wir aber erstmal wieder vom Schnellen, ne?
So, Leute, und zwar seht ihr den Eingang da vorne? Komplett riesig. Sieht aus wie bei uns, würde das aussehen wie ein Schloss. Ihr seht das hier. Geht es hier einfach noch hoch und hier geht es einfach lang und das ist einfach gigantisch. Das sieht aus wie ein jahrhundertealtes Schloss und hier ist es einfach das Krankenhaus. Komplett warm, Leute. Wir gehen hier voll schräg. Ich kriege gleich schon Krämpfe in den Füßen, weil wir hier die ganze Zeit so abbremsen müssen. So geht man hier so schräg. Das ist heftig. Ich habe jetzt, also ich zeige euch in diesem Video richtig viel Altstadt auf Speed. Hier seht ihr jetzt schon wieder, geht es voll runter. Das ist richtig heftig. Das ist die ganze Zeit nur so. Hoch, runter, sonnig, heiß, 30 Grad. Eben gerade so ein Thermometer gesehen. In der Sonne hing das, aber 35 Grad. Pam. Ja, wir laufen jetzt hier die ganze Zeit runter. Da hinten seht ihr schon die Berge. Da haben sie auf den Bergen da Häuser, Hochhäuser, Blocks drauf gebaut. Überall auf jeden Zentimeter steht irgendwas. Hier geht's schon wieder. Hier fahren die auch mit Autos, ne? Klatschen die hier voll lang von oben. Bats, bratzen die hier lang. Ey, und jede Gasse, ne? Und die hängen hier die Klamotten aus den Fenstern da oben. Sieht aus wie im Assiland, so, finde ich. Also das, nein, es ist 100%ig und ich finde das voll geil. Ja, das ist halt mega alt, so. Und hier geht's wieder runter, Leute. Das werde ich euch, glaube ich, nicht unbedingt zeigen. Ich mache jetzt erstmal die Kamera aus. So, wir sind jetzt da oben. Also da kommen wir jetzt gerade, wo der BMW oder was kommt da? Kommt da gerade runtergefahren. Sind wir jetzt runter? Also das ist schon mega anstrengend. Das beansprucht einfach alles. Oberschenkel, Waden, Füße, Zehen, alles. Wenn du hier so viele Klippen runterklippeln musst, ey. Oh. So, hier nochmal eine Gasse. Schnicki. Aber ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen auf Boden angekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich zeige euch mal was in der Altstadt. Und zwar direkt hier hinter mir. Ich hoffe, ihr seht jetzt hier. Die Balkons sind einfach mal so ein Fuß breit oder so. Und da leben die Hunde. Also hier hinter dem Schwarzen ist auch ein Hund. Wenn die Herrchen dann nicht zu Hause sind, dann werden die da untergebracht. Und da verbringen die dann ihre Freizeit. Und der Typ da unten spritzt da gerade die ganzen Fliesen mit Wasser ab. Und zwar ist das so, dass der damit die ganzen Zigarettenstümmel jetzt wegspült. Denn hier haben sie keinen Bock, Aschenbecher auf die Tische zu stellen, weil die immer geklaut werden. So, wir stehen jetzt hier in der Straße und zwar, guckt euch das mal an, da ist eine Ruine drin. Da wachsen schon die Palmen und wir wollten da oben lang gehen. Hier seht ihr da lang. Aber mein Vater meinte, nee, das mache ich nicht. Da bin ich durchgeschwitzt wie ohne Ende und da oben stehen die Palmen richtig geil drauf. Oh mein Gott, das sieht hier richtig geil aus, ey. Aber die Stufen, da wären wir auch, das wäre, Alter, nee, ey, So, da sind wir, und zwar sind wir am Fluss angekommen. Ist mega hell hier, mega warm, guckt euch das an, das Wasser verdampft schon. Ist eine richtig geile Luft hier dadurch. Und, ja, da sind wir, ne, Wasser ist hier, wir sind hier und wir gehen jetzt erstmal straight geradeaus. So, was geht denn ab? Seht ihr mich? Ich glaube, ihr seht mich jetzt. Richtig, gut. Hier haben wir eben auch schon Fische gesehen, aber das sieht man nicht mehr. Wegen dem Sturm ist alles aufgewühlt. Und hier lassen die ganzen Angler ihre Ruten ins Wasser. Aber wirklich fangen tut keiner was. Das ist eigentlich hier nicht mehr der Fall. Und da hinten steht ein Heli. Mit dem könnte man jetzt über Porto fliegen, aber meine Eltern meinen, die wollen nicht mitmachen, ey. Wenn meine Eltern mitfliegen würden, oder einer, mein Vater oder so, meine Mutter, dann würde ich auch mitfliegen. Aber so machen die das nicht mit. Die will nicht gefilmt werden, ey.
Naja, gut. Ne? Wir setzen uns jetzt gleich da hinten hin. Meine Eltern sind hier schon blöde rüber. Die wollten nicht wieder mit ins Video reinkommen. Naja, gut. Ich würde sagen, ich melde mich dann gleich nach einem schicken Kaffee oder einem dicken Eis oder so. Irgendwas, was nicht gerade 40 Grad heiß ist, melde ich mich dann wieder. So, wir steigen jetzt aus. Jetzt habe ich gebimmelt. Wenn man auf dem Boden auf eine Tasse tritt, dann bimmelt das. Ich bimmel erstmal beim Ausgang, ey. So, mein Akku ist alle. Jetzt gibt es erstmal nicht mehr. Forst Park, seht ihr das? Ich habe zu viel aufgenommen. Richtig viele. Ich habe ja richtig viel mit schnell gemacht und sowas. Da kommen die Papageien, mach mal aus. Da, ja, ja, ja. Aber jetzt sind wir erstmal ausgestiegen und jetzt mache ich erstmal aus. So, da sind wir. Wieder hier am Meer, richtig geil. Und hier oben da hängen die Papageien drin. Ja, und da oben fliegen sie auch. In den Palmen hängen sie oben drin, die Papageien. Also richtig episch. Guck mal, wie weit das hier geht. Die Angler hier an jedem Zentimeter ist ein Angler verteilt. Und ja, mein Vater hat eben gesagt, in der Bimmelbahn, wo wir eben drin waren, war das gut. Jetzt kann er wieder laufen. Hätte er eben die Achseln hochgehoben bei seinen Achselhaaren, wären alle hinter ihm gestorben. Als wenn man die Papageien da oben mit Giftgas versorgt oder so. Die zanken sich schon und so. Die leben hier einfach in freier Wildbahn. Ist schon ziemlich cool. Aber wir sehen uns jetzt das nächste Mal, glaube ich, in der Nähe des Hotels oder im Hotel. Also bis demnächst. So, ich kann nicht aufhören zu filmen, Leute. Und zwar hier die Steine. Und zwar auch überhaupt gar keine Absperrung. Ne? Ich könnte hier jetzt so reinspringen und das ist die ganze Sache hier lang. Ne? Hier überall. Und die haben so auch dick die Angeln raus. Ich kann irgendwie nicht aufhören zu filmen, ich will euch alles zeigen, Alter. Hier gehen überall die Steine lang, also wenn hier mal ein Kind irgendwie meint, oh ja, komm, Platz, ist das Kind auch mal Kind gewesen. Das wollte ich euch jetzt eben nochmal zeigen. Und ja, damit würde ich sagen, haut rein und bis später. So, ich hoffe, ihr seht das übelst geile Wetter. Der Strand, die Wellen, ich hoffe, ihr hört sie richtig hart, wie sie da abgehen. Die Sonne einfach nur mega geil gerade. Hier stehen wir jetzt vor dem Kloster, was ich vorhin auch fotografiert habe. Richtig gut. Mein Akku sagt mir die ganze Zeit, scheiße, lad mich auf. Und deswegen kann ich nur so stückweise aufnehmen. Also bis gleich. So, was geht denn ab? Wir sind jetzt wenn ihr euch Voss hier vorstellt, sind wir jetzt unten rumgelaufen, eine Riesenrunde und da ist die Bushaltestelle. Und hier liegen einfach die toten Fische, die kennen wir ja schon. Genau an diesem Platz lag hier alles voll mit toten Fischen und hat auch gestunken wie Hulle. Und hier sind wir hoch zum Kaffee, alles mit Regen und Wellen und auf dem Fußgängerweg, die Wellen. Gut, das wollte ich euch jetzt eben nochmal sagen, wir sind jetzt genau an diesem Punkt. Jetzt haben wir mal einen Rundgang gemacht, wenn ihr euch gestern und heute anguckt. Also, bis gleich. Und wir laufen. Und wir laufen. Und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen immer noch. Alter, ich gehe hier schon jetzt über die scheiß Ampel und mir brennen die Füße. Es tut saumäßig weh, Alter. Wir sind kilometerweit gelaufen da überall und oh mein Gott, die ganze Küste lang. Es schmerzt. Es ist schon übelst dunkel und wir laufen immer noch einfach geradeaus durch Portugal.
So Leute, wir sind endlich wieder zu Hause angekommen. Ist schon wieder sehr spät. Ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen aufnehmen, die ich euch zeigen wollte. Zwischendurch noch. Hui, oh, ich stolper ja schon fast über diesen Scheißstein. Auf jeden Fall, ja, wollte ich euch noch ein bisschen was aufnehmen, aber der Akku war leer. So viel, wie ich heute aufgenommen habe, habe ich noch nie aufgenommen. Ja, ich habe euch alles in Schnellmodus gezeigt. Wer bis hierhin geguckt hat, ja, und sich so für Portugal interessiert, der schreibt einfach am besten in die Kommentare Hashtag Portugal ist geil oder sowas. Keine Ahnung. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, denn die Einblicke, die ich heute auch gekriegt habe und so und euch gegeben habe, gezeigt habe, waren mega geil. Das war der totale Gegensatz zu den anderen Tagen, die einfach ein bisschen kacke waren, was das Wetter anging. Aber jetzt geht's richtig los. Also wenn es morgen nochmal so dieses geile Wetter ist, ich weiß nicht, dann geht's ab. Keine Ahnung, war richtig geil heute. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann einfach morgen im nächsten Video wieder. Haut rein und viele Grüße aus Portugal.